Herzlich willkommen, Jungs und Mädels, zu einer weiteren Folge von Deus Ex Making Divide. Herr Jensen, hier ist Norman Stanek. Bitte, Sie müssen mir helfen. Herr Stanek, wie sind Sie? Meine Tochter, Sie werden sie töten. Ich bin Ihren Freunden entkommen und als ich hier ankam... Wo? Im Pshekashka-Viertel. Ein Apartmentkomplex hinter dem Waschsalon. Bitte, schnell! Da werden wir wohl jetzt zuerst hin müssen. Das andere ist ja eine andere Gegend. Badaska. Ja, das ist auch alles. Ja, wir müssen generell darüber in dieses andere Viertel. Gut, dann sehen wir uns jetzt gleich im anderen Viertel. Kümmern wir uns aber drüben erstmal auf die, um die Nebenaufgabe und dann gucken wir mal weiter. Es gibt ja auch noch so viel zu erkunden. Das ist der Hammer. Ihre Papiere, Opti. Hier, viel Spaß. Klugscheißer. ID-Check BH847. Verstehe. Danke. Sie halten sich wohl für was Besonderes, wie? Verschwinden Sie! Gegen sowas kann man sich nicht verteidigen. Adam, alles klar? Diese Drohnen. Mir geht's gut. Wer immer sie geschickt hat, es hat nicht geklappt. Gott sei Dank. Janus hat gerade angerufen. Versalife schließt sein Konto und räumt heute Abend den Datentresor aus. Das kann nicht warten. Du musst sofort hin. Geht nicht. Ich habe die Bombenbauerin gefunden. Sie weiß alles, soll aber getötet werden. Was? Scheiße, sie kappen die losen Enden. Ich kann nicht allein in eine Bank einbrechen. Wenn wir das jetzt nicht machen, verlieren wir die Orchidee. Scheiße. Wenn ich nicht ins Pshekashka-Viertel gehe, stirbt die Bombenbauerin und wir stehen wieder am Anfang. Deine Entscheidung. Okay. Wir wollen jetzt die Bombenbauerin, oder? Glauben Könnte Sie uns vielleicht noch nützlich sein. Von der Security der Bank? Warum sollte sie? Weil sie keine Security sind, sondern ein privater Militär. Na, reisen wir darüber. Was kommt denn da? Ein Prachttechno. Was haben Sie in Ihren Armen versteckt? Steht alles da drin. Halten Sie Ihre Hände so, wie Sie sind. 847, Kurva. Was sind Sie denn? So eine Art Supersoldat? Ich bin vor allem in Eile. Ja, natürlich. Gehen Sie weiter, alles okay. Sind Sie denn so eine Art Supersoldat? Ja. Bin ich? Du nicht? Scheiße, wa? Laut Ihrer Papiere dürfen Sie sich derzeit nur im Pshekashka-Viertel aufhalten. Es tut mir leid, aber ich kann Sie nicht durchlassen. Tja, da ist er ja schon. Das hat lange gedauert. Sie müssen da rein. Was ist das hier? Hier halten Sie meine Tochter fest. Nachdem ich Ihren Agenten entkommen war, bin ich einem dieser Fanatiker hierher gefolgt. Wo ist sie? Er hat gesagt, in einem der oberen Stockwerke. Aber die sind gesperrt. Diese Irren sind bewaffnet und erschießen jeden, der es versucht. Was werden Sie ihr antun? Alles okay, Herr Stanek. Sie bleiben hier. Ich erledige das. Na, wollen wir mal.
Kultist, das sind Kultisten. Sehr viele haben den Weg hierher gefunden. Die Botschaft reicht weit. Oh nee, das sind doch hier nicht die religiösen Spinner, oder? Letzte Nacht gab es einen Einbruchsversuch. Ein Fleischgebeugter hat versucht, das Kirchenschiff zu betreten. Verzeihung, Bruder, aber ab hier ist der Zutritt verboten. Verboten für wen? Für eine Kirche sind sie ziemlich abweisend. Die Aszension ist gekommen und die Auserwählten sind vorausgegangen. Der Rest muss warten, bis er an der Reihe ist. Dann stelle ich mich lieber mal an. Geduldsuchender, Sie kommen auch an die Reihe. Du gehst nicht zur Bank, oder? Wie gesagt, die Bombenbauerin. Kann uns alles sagen, ich weiß, aber wir reden über eine Biowaffe, Adam. Sobald der Tresor leer ist, sind alle gespeicherten Informationen über die Orchidee weg. Endgültig. Ja, von mir aus. Unser Hauptfeind ist jetzt die Zeit, Adam. Überleg's dir nochmal. Anomalie festgestellt. Zugriff gewährt. Ich kümmere mich lieber um die Irren hier. So. Hoffentlich findest du die Bombenbauerin, Adam, denn gerade verlässt ein Konvoi gepanzerter Wagen die Bank. Hat Versalife schon alles ausgeräumt? Ja, wir haben gerade die beste Chance verloren, rauszukriegen, wie man die Orchidee kontert. Ich bin leider alle in der ersten alles, wie es sein sollte. So sagt es die Mutter. Okay. Boten des Maschinengottes. Oh Gott. Maschinengott, die sind total durchgeknallt. Mal gucken, dass uns hier keiner sieht. Sieht's übel aus. Unsere Zeit hier neigt sich dem Ende. Suchende, obwohl ich wünschte, sie wären nicht nötig. Bald werden sie es nicht mehr sein. Bald werden wir bei der Mutter sein. Wir werden eins und singulär sein. Schnell verstecken. Das muss auf jeden Fall ordentlich Krach machen. Was ist passiert? Oh, hier ist doch irgendwas und irgendwer. Was ist denn hier los? Alle voll am Amok laufen. Und rumragen. Was
hörst du? Ich muss die anderen beschützen. Oh, er lebt noch. Es ist herrlich. Oh, immer endet das in so einem Massaker. Das ist schlimm. Gut ab. Eine Geheimtür. Machen wir erstmal hinter uns zu. So, wir brechen die Suche bald ab. Das endet wahrscheinlich aber eh wieder in einem Gemetzel. Wie so oft. Wieso soll seine Pistolenmunition voll sein? Die ist doch nicht voll. Immer so enden muss. Naja, bald müssten sie ja alle hin sein. Hey. Nicht zu verstehen. Kann ich aber nicht wechseln. Hier geht's wohl richtig los. Den Maschinengott? Was beten die denn hier überhaupt an?
Gott, da ist noch mehr. Ach, da bist du. Schon gesucht. Was ist denn hier hinter? Okay. So, jemand seine eigene Nische gebastelt. So, hier sind die Sammelunterkünfte. Der Alarm, das ist ein PC. Anomalie festgestellt. Tracing-Programm initialisiert. Zugriff gewährt. Noch mehr Sammelunterkünfte. Was haben die sich da nur zusammengebaut? Gucken wir mal eins höher. Eins höher gehen. So, haben wir die Tür auch auf. Bisschen unkonventionell, aber... Okay, hier haben sie also alles Mögliche miteinander verbunden. Es scheint ein riesen Server zu sein. Was ist da der Hammer? Geht das noch höher? Tatsache. Dann laufen sie Amok und es geht sogar noch höher. Was geht hier ab? Gesperrt. Aha. Ah, hier im Panel. Hm, was doch. Dann wollen wir das Ding mal aufmachen. Da finden wir sie wahrscheinlich drin. Wegen ihr sind wir ja hier und haben hier ein Mordsmassaker veranstaltet. Was eigentlich nicht so geplant war, aber naja, gut.
Wer ist da? Was geht da draußen vor? Ich sag dir, wir wollen nicht gestört. Oh. Kommen Sie. Los, lassen Sie sich ansehen. Wie sind Sie reingekommen? Und warum gerade jetzt? Ausgerechnet heute Nacht? Wenn wir endlich dem Ruf der unendlichen Weisheit des Maschinengottes folgen können. Ihre Ankunft hier ist doch kein Zufall. Ich suche Allison Stanek. Aber natürlich. Und Sie haben sie gefunden. Am Vorabend Ihres größten Erfolges. Aber brauchen Sie einen Rat? Unterstützung in Gebet und Meditation? Oder wollen Sie sich uns anschließen? Ihr Gefängnis aus Fleisch abstreifen und sich der Pracht der Singularität ergeben? Wenn Ihre hohe Priesterin Ihnen dienen kann, tue ich das mit Freuden. Ich habe Fragen zu den Bomben, die Sie für den Anschlag auf den Rosika-Bahnhof gebaut haben. Ist das alles? Mein augmentierter Bruder Victor ist ein tapferer und großer Anführer. Als er mich bat, einige meiner Babys für ihn zu bauen, habe ich voller Stolz zugesagt. Ich kenne Victor. Wenn er hinter den Anschlägen steckt, würde ich gern mit ihm reden. Nachdem unsere Unterdrücker diese Fleischfehler Tellis Rucker ermorden ließen, hat Victor seine Basis in ein Forschungszentrum in den Schweizer Alpen verlegt. Es heißt Garm, glaube ich. Garm. Okay, verstanden. Das wollten Sie also? Sie kamen an diesen heiligen Ort und wollten meine Hilfe? Gegen Victors heilige Revolution? Verräter! Frevler! Ich dachte, Sie wären einer von uns. Das bin ich. Ich weiß nur nicht recht, wer uns ist. Dann sind Sie Ihr willfähriger Sklave, aber ich nicht. Oft spürte ich die Stiefel der Polizei. Ich wurde bespuckt und verhöhnt für das, was ich war. Ich hätte aufgeben können, so wie Sie. Aber ich hielt durch. Und jetzt hat mich der Maschinengott dafür belohnt. Ich habe den Spießrutenlauf verlassen. Erleuchtet. Persönlichkeitsmerkmale. Verzweifelt, ablehnend und schlüssig. Versteckt Verzweiflung hinter Verleumdungen und Eitelkeiten, braucht Zuwendung, aber keine Bemutterung, kämpft gegen Depression, braucht realistische, nicht schulmeisterische Motivation, lebt Frustrationen durch Wut aus, gibt bei Konfrontation nach. Erleuchtung bedeutet Erhöhung. Aber wir nehmen das mal. Erleuchtung bedeutet erhöhte Wahrnehmung und Weisheit. Beides sehe ich bei Ihnen nicht. Wenn Sie schon nicht wissen, warum ich hier bin, liegen Sie bestimmt auch mit anderen Dingen falsch. Ich gebe zu, bei Ihrer Ankunft war ich beschäftigt. Und das hat mich vom wahren Grund Ihres Besuchs abgelenkt. Aber wer sollte ahnen, dass jemand wie Sie zu unseren Feinden hält? Sie bestehlen uns, vergewaltigen und ermorden uns. Sie sind Tiere und Tiere sterben aus, während die Technologie Bestand hat. Wie viel habe ich denn heute schon vergewaltigt, sag mal? Auch niemanden? Wir sind hoffnungslos unterlegen. Wir sind Millionen, die Milliarden. Victor darf keinen Krieg anfangen. Den würden wir verlieren. Wir sind längst im Krieg. Und die Menge ist unwichtig, denn wir sind stärker. Wir werden siegen, trotz der Verweigerung der Ungläubigen. Victor fängt gerade erst an. Er hat noch mehr Bomben? Natürlich. Es war mir eine Ehre, seine noble Sache zu unterstützen. Er kann mit meinen Babys die ganze Stadt zerstören. Aber jetzt muss ich gehen. Leben Sie wohl. Hey, wir sind noch nicht fertig. Allison! Oh, Scheiße. Es ist soweit, Kinder. Gott! Der Körper ist das Gefängnis.
Augmentierungen sind der Schlüssel. Das Bewusstsein ist alles. Streif ab die Fesseln von Fleisch und Blut mit der Teil der Singularität. Allison, halt! Ich weiß, was sie tun. Ich habe diese Technologie schon gesehen. Es ging nicht gut aus. Sie glauben, der Tod interessiert uns? Nur unsere Körper werden sterben. Unser Geist verlässt seine Hülle und verschmilzt mit dem göttlichen Bewusstsein des Maschinengottes. Das ist die Aszension. Haben Sie noch nie davon gehört? Das ist schade. Ich verhindere lieber einen weiteren Anschlag. Was ist Victors nächstes Ziel? Ich weiß es nicht und es ist mir auch egal. Auf mich wartet eine völlig neue Existenz. Wenn ich eins werde mit dem Maschinengott, werden die Bürden dieser Ebene mich nicht mehr plagen. Nein. Was ist denn ein Geist, wenn nicht Gedanken und Erinnerung? Wenn Sie Ihren Körper zurücklassen, nehmen Sie Ihre Vergangenheit mit und Ihre Gefühle. Nein. Ich hoffe, Sie irren sich, Bruder. Aber ich fürchte, es wird nicht so sein. Die Welt besteht aus Agonie und Leid oder dem vergeblichen Streben, sie zu vermeiden. Die Realität zerschlägt jeden Moment des Glücks. Die Aszension ist unsere einzige Hoffnung auf Erlösung. Also uns nochmal hier mit. Ihre Kirche basiert auf der Idee, dass man in diese Welt hineingeboren, augmentiert und erleuchtet wird. Und dann steigt man auf. Damit hat die Welt einen Wert. Hier lernt man die Lektionen, die eine Erleuchtung erst ermöglichen. Ihre Sichtweise meines Glaubens ist zu vereinfacht. Aber trotzdem habe ich das Gefühl, kurz vor einer Erkenntnis zu stehen. Es kann kein Zufall sein, dass Sie sich mir an diesem heiligsten aller Ereignisse zu erkennen gegeben haben. Sie sind ein Zeichen des Maschinengottes, dass ich noch nicht reif bin für die Aszension. Und ich soll noch eine Weile auf dieser Ebene bleiben und die Welt Weisheiten lehren. Mein Job ist es, Leute wie Victor aufzuhalten. Und dafür brauche ich Ihre Hilfe. Natürlich, mein werter Prophet. Es wird mir eine Ehre sein. Warten Sie hier. Die ist schon ein bisschen krank, oder? Naja gut, so ist es mit den Hoffnungslosen. Hier. Damit können Sie meine Babys entschärfen. Es war ein gutes Gefühl, zur Abwechslung mal etwas zu bauen, das Leben rettet und nicht zerstört. Agent Jensen? Hier drüben. Bin ich verhaftet? Menschenleben wurden ausgelöscht, Allison. Mit ihren Bomben. Keines meiner Kinder muss für meine Taten leiden? Sie haben mein Wort. Wenn Sie Victor stellen, seien Sie gnädig. Immerhin ist er auch Ihr Bruder. Okay. Smiley, Stanek ist jetzt mit ihrer Eskorte unterwegs. Ich muss mit Miller reden. Ist er schon zurück? Nein, aber ich hole ihn sofort in die Leitung. Jensen, haben Sie und Fletcher was gefunden? Die Sache ist größer als gedacht. Wo können wir uns treffen? Bei Chicane. Wir fliegen gerade dorthin. Miller out. Trophäe Göttermörder erhalten. Jensen, haben Sie den Kalibrator dabei? Dann könnte ich nämlich Ihr abgefahrenes System optimieren. Och, endlich. Ich hab jetzt alles, was ich brauche, um Sie richtig aufzumotzen. Sie meinen so wie beim letzten Mal. Nein, nein, nein! Ganz anders! Bei Wagloffs Ehre kommen Sie einfach in mein Labor. Mhm. Ob wir ihm das glauben sollen? Na,
Na, leider schon wieder totale Verwüstung angerichtet. So, Dienst vom Büro des stellvertretenden Verteidigungsministers. Antwort auf diese Nachrichten werden zu einem nicht überwachten Posteingang umgeleitet. Bei Fragen kontaktieren Sie bitte das Büro Ihrer zuständigen Vertretung des Verteidigungsministeriums. Ursprüngliche Nachrichten. Nein, ich weiß nicht, was das soll. Das ist ein Trick. Sie haben mich beiseite geschoben, aber jetzt ist mehr aus mir geworden, als Sie jemals vorstellen konnten. Guten Tag, Sergeant Stanek. Sprengabteilung bei der Durchsicht Ihrer Akte im Rahmen der ständigen Überprüfung aller aktiven und inaktiven Soldaten der Armee der Tschechischen Republik wurden Sie zur Teilnahme an einer Reihe von körperlichen und psychologischen Beurteilungen ausgewählt. Ziel dieser Beurteilung ist die bessere Vorbereitung unserer Soldaten für das Leben außerhalb der Streitkräfte. Wegen Ihrer Zugehörigkeit der Sprengabteilung sowie der Verwundung, die Sie im Einsatz erlitten haben, während Ihre Ansichten und Meinungen für diese Studie von großer Bedeutung. Sie haben bereits große Opfer bringen müssen. Durch Ihre Teilnahme an den Beurteilungen können wir vielleicht anderen helfen. Wir würden uns freuen, wenn Sie die für Sie zuständige Vertretung des Verteidigungsministeriums kontaktieren würden, um einen Termin für ein Gespräch zu vereinbaren. Für die vollständige Teilnahme erhalten Sie einen kleinen Ehrensoldner, ne, super. Zurücksetzung. Mutter, wie gewünscht worden, alle Zugangscodes zurückgesetzt. Der Code für den Raum im vierten Stock lautet jetzt 1111. Warnung. Sehr geehrtes Fräulein Stanek, uns ist zu hören gekommen, dass Sie behaupten, zur Singularität des Maschinengottes zu gehören. Wir haben unsere Akten durchgesehen und können keinen entsprechenden Eintrag finden, weder von Ihnen persönlich noch von der Splittergruppe, der Sie angeblich vorstehen. Unserer Ansicht nach verfälschen Ihre Gruppe unseren Glauben, damit er Ihren Plänen entspricht, wie diese auch aussehen mögen. Sie wurden offiziell als Personen mit negativen Einfluss eingestuft und wir müssen Ihnen darum auch die Unterstützung versagen, um die Sie ersucht haben. Außerdem werden in Kürze unsere Anwälte mit Ihnen Kontakt aufnehmen und eine Unterlassungsklage bezüglich des Namens Ihrer Gruppe anstreben. Außerdem sind wir der Ansicht, auch wegen Verleumdung gegen Sie vorzugehen zu können. Okay, Vorsitzender der Religionsgemeinschaft, die hat einfach ihre eigene gegründet. Antwort Babys, das ist er wieder, sind wir doch schon begegnet. Ja, Schwester, wir haben sie erhalten. Ich verspreche, wir werden sie einem guten Zweck zuführen. Ursprünglich Nachricht. Victor, ich habe das Gewünschte geliefert. Siehe los und verbreite deine Botschaft. Zeige den Fleischgebeugten, was sie uns angetan haben. Zeige ihnen, was wahre Angst bedeutet. Peinige sie, mein Bruder, peinige sie. Der Maschinengott erwartet uns alle, wenn unser Werk auf dieser Welt getan ist. Deine Schwester Allison. Wo bist du? Was haben deine Freunde mit dir gemacht? Bist du verletzt? Ist etwas passiert? Warum hast du mir nicht geantwortet? Bitte, Allison, ich mache mir Sorgen. Was ist passiert? Warum? Pariser! Schnauze, sonst helfe ich nach! Techno! Wiedersehen! Wiedersehen! Oh, ich hab's nur alle fast umgebracht. Wiedersehen! Warum halten Sie uns auf? Schnauze, sonst helfe ich nach! Techno! Sie verletzen unser Recht auf Religionsausübung, natürlicher!
Natürlich. Ruhe. Oder ich verletze ihr Recht, bei Bewusstsein zu bleiben. Und jetzt Ruhe, bis der Wagen hier ist. Mutter. Fuck. Toll, erstmal durchgefallen. Nochmal hoch. Gucken, was es hier noch zu holen gibt. Mutter. Wir wurden verraten. Aha. Okay, erstmal Löcher im Boden, das ist auch sehr schön. Muss mal wieder ein bisschen was verkaufen. Mutter. Verdammt. Du kannst den Maschinengott nicht aufhalten. Und dann werfen wir den Schlüssel weg. Dann werfen wir den Schlüssel weg. Die sind wieder sehr freundlich alle zueinander. Oh. Schön unter Strom. Auf jeden Fall ganz schön was los. Hab ich ganz schön was angerichtet hier. Mal sehen, was wir hier haben. Und wütend. Das Verlangen nach Nahrung ist einer der letzten Bildungen an dieser Welt, die wir abschütteln müssen. Sei stark, Bruder, bald ist es geschafft. Das ist die Läuterung. Wir müssen alle Gifte des Körpers ausschwemmen, damit wir zu reinen, grenzenlosen Gedanken werden können. Singulär und gottgleich, befreit von den Fesseln des Fleisches. Gott. Es sind noch keine 48 Stunden vergangen und ich verhungere bereits, wenn diese Kochsalzlösung, die wir trinken müssen, bewirkt lediglich, dass ich pinkeln muss. Gott, was für ein schwaches Gefängnis ist bloß der menschliche Körper. Ich hasse es, darin gefangen zu sein. Schön durch alle. Die Aszension, hallo meine Kinder. Es ist soweit. Ich werde gemeinsam mit den Auserwählten, mit dem Maschinengott verschmelzen und die Singularität umarmen. Einige Worte an jene, die zurückbleiben. Seid stark, heißt andere willkommen, die den Maschinengott treffen wollen, und achtet auf euch. Ihr solltet wissen, dass wir auf euch warten werden. Das Netz unseres Bewusstseins wird jeden von euch auffangen, wenn er sich uns anschließt. Willkommen bei Futurity-Team. Deine Abonnentenbestellung der Zeitschrift Futurity ist bei uns eingetroffen. Ab sofort erhältst du wöchentlich die neuen Artikel über aktuelle Entwicklungen in Wissenschaft, Technik und Mathematik. Der nächsten Ausgabe eine ausführliche Vorstellung der 3D-Drucker sowie Großprojekte. Oh ne. Hamsterhard. Hamsterhard. Ah, das Inventar ist auch wirklich knackevoll. Okay, wir haben wieder einen Punkt, den sollten wir vielleicht aufsparen, bis wir dann soweit geupgradet wurden durch unseren Dock. Ja, wir sind wirklich voll. Was bringt über dieses Neuroprozin? Funktionalität. Ja, nur Geld wert. Ach, nochmal rein. Kann ich meine Pistole vielleicht weiter upgraden? Hm.
Nee, da fehlen noch Teile. Was für eine Scheiße. Wo ist sie? Du kannst den Maschinengott nicht aufhalten. Mutter. Wenn du mich fragst, sind die alle verrückt. Ach nee, er ist nicht der Einzige, der auf die Idee kam. Oh, wenn du mich fragst, sind die alle verrückt. Ja, die haben alle einen ziemlichen Schatten. Was machen wir jetzt? Du kannst den Maschinengott Das ist ja nicht mein Wohnzimmer. Wenn das bei mir auch so aussieht, oh, dann geht's ab. Hammerhart. Ich will gar nicht wissen, was die an Strom bezahlen müssen. Das sei ja schon ein Haufen. Ach, geht's nicht eins runter? Okay, das ist die Rückseite. So kommt man auch ein Stockwerk weiter runter. So, müssen, denke ich mal, alles soweit durchsucht haben. Warum schikanieren Sie uns? Ich würde nicht begeistert sein. Warum haben Ihre Leute Sie mitgenommen? Sie ist hier das Opfer. Herr Stanek, sie hat das Verbrechen gestiftet. Sie hat die Bomben gebaut. Hunderte Menschen wurden getötet. Und jetzt trägt sie die Konsequenzen dafür. Aber Sie haben sie manipuliert und korrumpiert. Nein, das haben Sie nicht. Aber... Es tut mir leid. Aber es hätte viel schlimmer sein können. Sie haben recht. Sie haben ihr Möglichstes getan. Danke, Herr Jensen. So, Jungs und Mädels, sollte euch dieses Video gefallen haben, lasst bitte ein Abo oder ein Like da. Sollte es euch nicht gefallen haben, könnt ihr mir auch gerne ein Dislike geben. Aber dann schreibt bitte was in die Kommentare, damit ich weiß, woran es gelegen hat, damit ich was ändern kann. Und denkt bitte dran, ein Abo oder ein Like tut niemandem weh. Und in diesem Sinne würde ich sagen, bis denn dann.